Der Baufortschritt der B56N nach rund anderthalb Jahren. Der Grund, warum man beim Bahnübergang Bubenheim trotzdem aufpassen soll und nicht einfach drüber brettern. Östlichen Ende der Staumauer der Webachtalsperre ist das hier als Burgberg auf der Karte ausgewiesen und hier soll ein Ringwall sein, zumindest laut Karte. Sollte das das, worauf ich hier stehe, der Überrest davon sein? So. Noch ein leichter Hubbel zu sehen. Habe ich gar nicht mal so falsch gelegen und die Karte stimmt wohl. Demnach stand ich gerade dort auf dem Wall. Beziehungsweise auf dem, was davon noch übrig war. Wie es aussieht, entdecke ich auch heute wieder ein paar neue Trails. Also für mich neue Trails. Wo mich das wohl hinführt. Ja, schade. Jetzt kommt die trockene Jahreszeit. Da ist es nur knubbelig, aber nicht so schlammig. Wie sehr man sich täuschen kann, da ist der breite Fußweg, hier ist der schmale Reitweg. Hier ist wieder der breite Fußweg und ein schmaler Reitweg, aber der Wanderweg. Trailläufer laufen sowieso hier rein, aber hier ist der Dreier. Ein Nachteil hat es, der Verlauf ist nicht mehr so einfach zu erkennen. Muss ein bisschen suchen. Der Rundweg von Schevenhütte. Mal gucken, wo der mich rundführt.
so versteckt der Zugang an der einen Kreuzung gelegen hat, bin ich mir nicht sicher, ob das noch immer der offizielle Rundweg um Schwevenhütte ist, aber es ist schön. Mal gucken, wo es jetzt weitergeht.